Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo über The Isle of Rima. In diesem Video möchte ich mal mit euch so ein bisschen darüber sprechen, beziehungsweise euch darüber informieren, wann wir endlich mit neuen spielbaren Dinosauriern rechnen können. Weil ich muss sagen, zum Release von The Isle of Rima war ich echt sehr enttäuscht. Nur zwei spielbare Dinosaurier, das Spiel war wirklich noch sehr verbuggt. Und dadurch, dass es halt nur zwei Dinosaurier gibt und man noch nicht wirklich viel machen kann, ist jetzt der Anreiz, das Spiel noch weiter zu spielen, also das neue The Isle, nicht wirklich vorhanden, muss ich sagen. Ist natürlich echt schade, weil wir uns damals alle super doll auf das neue The Isle gefreut hatten und alle gehypt waren. Und jetzt haben wir leider nur so wenig bekommen. Ich habe sogar persönlich wieder das alte The Isle installiert, weil ich einfach momentan richtig Lust auf solche Spiele habe. Allerdings das neue The Isle nicht viel zu bieten hat. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema dieses Videos, denn ich möchte mit euch über zukünftige Updates sprechen und wann endlich neue Dinosaurier spielbar sein werden. Und apropos Updates, heute ist sogar ein Update erschienen mit einigen Bugfixes und es sind sogar ein paar neue wichtige Funktionen hinzugekommen, denn man kann mittlerweile so ein paar Grafik-Settings auch vernünftig ändern und einstellen. Das hat mich nämlich schon damals, als ich das erste Mal gespielt habe, ein bisschen genervt, dass dieser ganze Einstellungsbildschirm und so im Hauptmenü nicht vernünftig funktioniert hat. Das sollte jetzt funktionieren, ich habe es persönlich noch nicht getestet, aber so steht es zumindest im Changelog von dem Update. Könnt ihr ja gerne mal ausprobieren und dann gerne unten in die Kommentare schreiben, ob das Ganze funktioniert und klappt, weil ich werde jetzt nicht wieder das neue The Isle installieren dafür. So, kommen wir aber nun zu den neuen Dinosauriern. Auf dem offiziellen The Isle Discord wurde eine Roadmap, auf Deutsch nennt man das glaube ich Plan oder sowas, ich weiß es gar nicht ganz genau, auf jeden Fall so ein Ablaufplan gepostet, wie die neuen Dinosaurier in das Spiel kommen sollen, das heißt, welche Dinosaurier zuerst in das Spiel kommen, welche danach und so weiter. Seht ihr jetzt auch im Hintergrund. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass ich finde, dass dieser Beitrag oder Post wirklich sehr kompliziert und schwierig geschrieben ist. Zumindest für jemanden, der nicht gerade als Muttersprache Englisch hat. Also ich habe es zumindest als sehr unangenehm empfunden, das Ganze zu lesen. Ich weiß nicht, ob es einfach komische Sätze waren oder keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich habe mich trotzdem rangesetzt, mir das Ganze vernünftig durchgelesen und so gut wie es geht für euch übersetzt und die wichtigen Informationen rausgesucht. Und die werde ich euch in diesem Video dann so ein bisschen präsentieren. Falls ich da irgendwie einen Fehler gemacht habe oder irgendwas falsch verstanden habe, korrigiert mich gerne unten in den Kommentaren. Aber wir fangen jetzt mal direkt mit den Informationen an. Also, so wie ich das verstanden habe, sollen die Dinosaurier in sogenannten Batches in das Spiel kommen. Das heißt, es werden immer Dinosaurierpakete von mehreren Dinosauriern gleichzeitig in das Spiel kommen, welche umeinander herum entworfen wurden und für das Gameplay förderlich sind. Das heißt, als kleines Beispiel für euch, es werden immer die Dinosaurier bündelweise eingefügt, die für das Ökosystem wichtig sind, damit sozusagen die Nahrungskette funktioniert, weil momentan ist es beispielsweise so, dass ein einzelner Utahraptor als Beute eigentlich nur einen Juvenile oder jugendlichen Tenontosaurus hat. Um dieses Beuteschema von dem Utahraptor zu erweitern, kommen mit dem ersten Batch zwei kleine Pflanzenfresser in das Spiel, nämlich der Homalocephale und der Avaceratops. Ich denke mal, das war ein ganz gutes Beispiel, um zu verstehen, wie die Herangehensweise der Entwickler ist. Finde ich persönlich eine gute Sache, weil es macht ja keinen Sinn, jetzt zum Beispiel einen großen Fleischfresser in das Spiel zu bringen, der dann nicht wirklich Aussicht auf Nahrung oder Beute hat, weil es halt nur zum Beispiel kleine, sehr flinke Dinosaurier gibt, die man wirklich nur sehr schwer erlegen kann, als zum Beispiel Spinosaurus oder Tyrannosaurus Rex. Ich denke mal, das Prinzip von diesen Batches habt ihr jetzt einigermaßen hoffentlich verstanden. Kommen wir jetzt nochmal zu ein paar allgemeinen Informationen zu diesen Batches. Also, es gibt keine genauen Daten, wann diese Batches released werden. Das heißt, wir haben keinen Release-Termin, wann jetzt der und der Dinosaurier reinkommt. Wir wissen nur die Reihenfolge, welche zuerst kommen, welche danach kommen und so weiter. Der Plan von den Entwicklern ist es, dass ein Basis-Dinosaurier mit allen Features funktioniert, bevor dann ein weiterer Dinosaurier in das Spiel kommt, welcher dann diese Features und Mechaniken von dem anderen Dinosaurier, der ja schon im Spiel ist, teilt. Solche Features sind unter anderem Nester bauen, die Nachtsicht, Gruppierungen, dann steht hier noch Diäten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr darüber mehr wisst, gerne unten in die Kommentare. Und natürlich alles weitere, was so als allgemeine Funktion für jeden Dinosaurier gilt.
Also damit sind jetzt nicht individuelle Funktionen gemeint, wie zum Beispiel damals beim alten The Isle, dass der Dryosaurus sich so einen Unterschlupf buddeln kann, sondern halt alle allgemeinen Funktionen, die halt jeder Dinosaurier hat. Zum Beispiel eine Nachtsicht hat jeder Dinosaurier. Allerdings ist diese natürlich von Dinosaurier zu Dinosaurier unterschiedlich. Der eine kann weiter gucken, der andere ein bisschen kürzer. Aber das sind so die allgemeinen Funktionen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bevor diese Funktion zum Beispiel bei dem Tenonto und Utahraptor noch nicht vernünftig funktionieren, werden auch keine weiteren anderen Dinosaurier in das Spiel kommen. So, jetzt haben wir aber genug über die allgemeinen Informationen geredet. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich für euch erklärt. Falls nicht, fragt gerne in den Kommentaren. Sind ja sicherlich viele von euch anwesend, die sich da vielleicht noch ein bisschen besser oder so auskennen. Jetzt kommen wir endlich zu den einzelnen Dinosaurier-Badges und in welcher Reihenfolge welche Dinosaurier in das Spiel kommen werden. Also, das erste Badge, Badge A, umfasst kleine Pflanzenfresser, nämlich den Homalocephale und den Avaceratops und einen kleinen Fleischfresser, nämlich den Troodon. Der Homalocephale und der Avaceratops sollen das Spektrum der kleinen Pflanzenfresser abdecken. Diese sollen auch unter anderem untereinander bzw. gegeneinander antreten können, indem sie halt Kopf gegen Kopf so zusammenschlagen können, zusammenprallen können. Kennt man ja ganz gut von dem Pachy. Der Homalocephale ist ja im Prinzip wie ein Pachy, nur ein bisschen kleiner. Außerdem sollen beide die Möglichkeit haben zu graben. Und der Troodon ist nachtaktiv, das heißt, er wird wahrscheinlich eine sehr gute Nachtsicht haben. Er ist giftig und soll furchteinflößende Schreie von sich geben. Wahrscheinlich sehr laut und angsteinflößend dann so in der Nacht. Kennt man ja so ein bisschen vom alten The Isle, wenn man so ein Dilo hört bei Nacht, dann bekommt man schon so ein bisschen Herzrasen. Seine große Stärke sind natürlich große Gruppen mit vielen kleinen, fiesen Troodons, die dann aus allen Ecken und Richtungen angreifen, aus dem Nichts und die Ziele vergiften und dann Überzeit erlegen und diesen keine Chance geben, sich zu erholen oder zu regenerieren. Also jetzt nur noch mal ganz kurz für euer Verständnis. Das war jetzt das erste Dinosaurier-Badge. Also diese drei Dinosaurier werden die nächsten Dinosaurier sein, die dann in The Isle Ivrima implementiert werden. Und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Badge, welche dann kommen, nachdem diese drei, die ich euch gerade vorgestellt habe, dann im Spiel vorhanden sind. Und das ist Badge B. Kleine Pflanzenfresser, nämlich der Dryosaurus und der Gallimimus. Und ein mittlerer Fleischfresser, nämlich der Carnotaurus. Der Dryosaurus und der Gallimimus sind beide sehr klein, sehr agil, sehr flink, aber sind nicht zu groß, um als Beute für kleine Fleischfresser wie den Uta zu dienen. Und der Carnotaurus wird der erste mittelgroße Fleischfresser. Dieser bringt natürlich nicht so viel Wendigkeit mit wie der Utahraptor, allerdings bringt er eine sehr hohe Geschwindigkeit mit, welche ihn natürlich zu einem besonders gefährlichen Räuber auf offenen Ebenen macht. Außerdem wird der Carnotaurus eingefügt, um den Tenontosaurus aus seiner jetzigen Position herauszuholen, dass dieser sich wirklich ohne Probleme gegen jeden Räuber zur Wehr setzen kann. Allerdings muss man natürlich auch bedenken, dass ein Jungtier von dem Carnotaurus extrem anfällig gegen Uta-Angriffe ist. Das nächste Badge auf der Liste, nämlich Badge C, umfasst wieder einen kleinen Pflanzenfresser, den Bipiasaurus und zwei mittlere Fleischfresser. Einmal den Suchomimus oder Baryonyx, also einer von beiden, und den Dinosuchus, also das große Krokodil, was wir alle schon kennen. Der Bipiasaurus, muss ich persönlich sagen, den kannte ich vorher gar nicht, soll aber der erste kleine, deutlich ausgefallenere Pflanzenfresser sein. Seine Bewegung ähnelt der eines Pinguins im Wasser und am Land soll er sich nicht ganz so gut bewegen können. Das heißt, das wird wahrscheinlich ein Pflanzenfresser sein, der sich sehr viel an Flüssen und großen Seen aufhalten wird. Und dieser soll natürlich dazu beitragen, dass sich das Jagdverhalten von Fleischfressern verändert und auch interessanter macht, weil sich dieser dann natürlich sehr viel am Wasser aufhält und eine sehr gute Beute darstellt für die Dinosaurier, die auch noch mit diesem Badge in das Spiel kommen. Und das sind, wie gesagt, der Suchomimus oder Baryonyx und der Dinosuchus. Diese bilden dann sozusagen das Fleischfresser-Gegenstück zu dem Bipiasaurus. Und natürlich bilden diese eine neue Bedrohung aus dem Wasser. Wenn man dann trinken muss oder das Wasser durchqueren muss, ist es immer gefährlich. Es könnte ja auch ein
Deinosuchus unter einem tauchen und dann zuschnappen. Und dann war es das letzte Mal, dass man getrunken hat. Aber natürlich werden diese deutliche Nachteile haben, wenn sie sich dann am Land bewegen. Ist ja auch vernünftig so, ne? Im Wasser große Vorteile und am Land dann ein paar Nachteile. Und damit kommen wir schon zum letzten Batch, nämlich Batch D. Das sind wieder kleine Pflanzenfresser, der Pachycephalosaurus und der Diabloceratops und ein kleiner Fleischfresser, nämlich der Ceratosaurus. Der Pachy und der Diabloceratops kommen natürlich in das Spiel, um den Fleischfressern neue potenzielle Beute zu ermöglichen. Allerdings sind diese auch schon etwas größer und gefährlicher und können sich dadurch natürlich auch etwas besser zur Wehr setzen. Wenn so ein Diabloceratops zum Beispiel erstmal ausgewachsen ist, dann kann der sich auch ohne Probleme gegen den Carnotaurus zur Wehr setzen, beziehungsweise es wäre wahrscheinlich ein sehr, sehr spannendes Duell, wo dann halt der Carnotaurus echt auf seine Geschwindigkeit und Ausdauer bauen muss. Und als letztes haben wir den Ceratosaurus. Dieser ist ein bulliger, brutaler Jäger, der schwere Verletzungen aushalten und überstehen kann. Das heißt, er wird wahrscheinlich sehr viel leben und eine sehr gute Lebensregeneration haben. Allerdings denke ich, dass er dann dazu im Gegenzug etwas weniger Schaden machen wird. Außerdem soll er eine der wenigen Ausnahmen bilden, welche sowohl seine eigene Spezies als auch bereits verfaulte Kadaver essen kann, ohne sich Sorgen zu machen. So Leute, das waren jetzt aber erstmal alle Informationen, die ich im Groben und Ganzen aus diesem Discord-Beitrag von The Isle rausfiltern konnte. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Falls doch, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich selber ein Däumchen freuen, wenn euch das Video gut informiert hat. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.